Moini. MOK, guten Morgen. Ja, MOK zurück. Ey, es ist richtig kalt. Es ist richtig, richtig geil kalt, Leute. Warte mal. So. Hammer. So, ab in den Stadtpark, Leute. Mal gucken, ob wir Tierchen finden. Ich bin mal kurz ruhig. Ich fahr erst mal ein bisschen. Und dann gucken wir weiter. Was ein Todesgerät? Das ist ein Bonnwheel, ey. Das macht nur Bock. Das ist nur ziemlich glatt gerade. Das ist ziemlich viel gefroren, merke ich. Auf Glätte ist das nicht so geil. Auf glatter Fahrbahn, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist relativ. Dann ist es auch relativ rutschig. Hätte ich nicht so erwartet. Egal, ich fahre mal ein bisschen langsamer und halt mal kurz die Schnauze. Das ist wirklich sehr glatt. Versteht ihr mich? Ist die Verbindung alright? Man sieht es nicht, ne? Aber es ist echt glatt. Ihr könnt es nicht sehen. Aber das hier ist richtig eisig. Richtig Eisbahn. Ist super, fahr vorsichtig, ihr Feinis. Ja, geil. Ich fühle mich so richtig unwohl auf Eis. Ich fühle mich gerade wie so ein kleines Kind. Ich war so ein kleines Kind, was gerade Inliner gekriegt hat. So fühle ich mich, Leute. Aber egal, man muss auch mal. Ja, hier geht es ein bisschen besser. Also wenn es nicht glatt ist, ist es geil. Und das Problem ist, man sieht ja nicht, wo es dann wieder glatt wird, wisst ihr? Das ist halt die Scheiße. So. Gleich kann ich auch ein bisschen die Straße zeigen, was abgeht. Gerade noch nicht, aber gleich. Gleich wird alles gut. Believe me. Believe me, Chat. Gleich wird alles nice. Ich nehme euch einfach mit auf eine Morgenroutine, wie die Yoga-Leute sagen. Morgendliche Routine. Nur hier mit One Wheel. So, aufpassen, was geht hier ab? Alles klar. Überall ist Eis, ey. Leck mich am Arsch. Eis. Ja, vorsichtig, Chat. Chat, schön sachte. Langsam, Chat. Nicht zu schnell. Oh ne, wenn jetzt der ganze Stadtpark vereist ist, habe ich da gar keinen Bock drauf. Hier ist überall Eis, ey, was soll das? Naja, wir fahren mal. Okay, Chat, wir fahren einfach chillig. Ich habe mir gedacht, wir machen so einen schönen. Alter, fettes Teil, guten Morgen. Ja, es ist richtig geil. Ich habe nur gedacht, es ist einfach nicht so. Wie das sagen? Ich glaube, das wäre einfach nicht eisig. Aber es ist einfach fucking eisig überall. Das habe ich nicht erwartet. Haben wir Winter? Ich habe das nicht erwartet, dass das so eisig ist. Naja, egal. Aber es ist doch gut, auch mal gut rauszukommen. Der Rücken ist wieder fresh. Ich habe noch ein ganz kleines bisschen Schmerzen im Bein. Das heißt, Bandscheibenvorfall ist außer Welt. Jetzt können wir wieder Quatsch machen, Chat. Im Stadtpark ist bei mir um die Ecke. Das ist bei mir um die Ecke. Ja, Mann. Macht nur Bock. Mann, ich trau mich nicht. Eigentlich kann man voll schnell fahren. Aber es ist einfach alles so glatt. Ist einfach alles so bekackt glatt. Wer will das? Mein Gott, es ist Winter. Ja, komm, ein bisschen aber. Ein bisschen können wir auch mal ausprobieren. Und wenn ich mich auf die Fresse lege, dann ist das alles für die Klicks, oder? Dann guckt ihr, dann müsst ihr das klippen. Wenn Arm gebrochen, dann klippen, ja? Könnt ihr das mir versprechen? Okay, ist es wirklich so glatt? Ah, geil.
Aber ich mach's für euch, Chat. Unterhaltung mit euch. Jetzt kommt ihr auch mal raus. Ist doch auch gut. Ehrlich gesagt, ich fahre in der Woche Snowboard und ich will mich gerade auch noch mal wieder ein bisschen dran gewöhnen. Ich war jetzt auch schon lange nicht mehr auf dem Brett, aber ich glaube, das ist gar kein Problem. Und ich freue mich so tierisch auf Snowboard fahren, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und Achtung, es ist kein Sauftrip, sondern es ist wirklich echt Snowboarden, Sport machen und da freue ich mich drauf. Das ist echt so, das brauche ich mal wieder, Chat. Ohne Witz. Das brauche ich mal wieder. Ist halt so. Sorry. Hey. Hey, Johnny. Johnny. Kleiner Johnny. Johnny, 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 man. Mann, ey. Ich werd beobachtet, ey. Seht ihr's? Ich werd fucking beobachtet. Mit einem kleinen Johnny, Mann. Nüsse. Alles voll mit Nüssen, Johnny. Alles gut. Ein bisschen ruhig sein, Chat. Hey. Komm her. Komm an, Chat ist da. Chat ist bei uns. Komm her. Chat will was sehen. Komm her. Ist für Twitch. Ja, die wollen das. In der Hand, Alter, bist du dumm? Jesus, Jesus, Jesus. In der Hand, Bruder. Oh, es ist sehr laut, jetzt wird es ein Problem. Ich glaube, wenn es zu laut ist, wird es nichts geworden. Thank you.
Die Gang kommt, Leute. Das dauert noch ein bisschen. Dann ist die Gang gleich am Start. Wir haben Bock. Was ist mit den Meisen? Was ist mit Johnny Meise? Komm her. Kommt gleich. Sie kommen gleich, die Meisen. Ah ja, Mann. Und die. Komm ran. Komm. Torben, hey. Komm her, Torben ist da. Grüß, Applaus für Torben. Stell dich vor hier. Hier ist Twitch. Torben, ran. Komm. Torben für Twitch. Herzchen für Torben, Chat. Das ist Torben. Torben, der Geile. Nice. Herzen kommen rein für dich, Torben. Korrekte Aktion von Twitch. Gucken, ob Dörte noch kommt. Dörte ist eine Meise. Ich sehe sie schon. Aber sie hat was anderes. Sie hat besseres Futter als Nüsse. Chat, habt ihr Zeit? Bleiben wir mal ein bisschen hier. Ja, ne? Ist ganz chillig. Man muss für die Meisen die Nüsse aber ein bisschen klein machen. Die sehen das, wirklich. Man kann aber nicht versprechen, dass Dörte kommt. Weiß man mal nicht. Komm her, Dörte. Komm gleich. Bock mir. Na, Steffi? Was geht ab? Kannst du mal Twitch Clips Germany grüßen? Grüß die doch mal. Ja, ich grüße die. Das war Dörte, hab ich doch gesagt. So ist das Leben im Wald, Leute. So ist das Leben als Eichhörnchen. Das ist hart. Man muss nehmen, was man kriegt. Aber die stehen nicht auf meine Handschuhe, das mögen die nicht. Die riechen die Handschuhe. Das finden die eklig. Ich muss. Handschuhe muss weg, Leute. Müssen real bleiben. Komm her. Komm. Komm.
Alter, was soll denn der Scheiß? Sind sich verarschen oder was? Ich werde hier gespottet, Chat. Also ich habe so 8 Eichhörnchen gerade gesehen, circa. Vielleicht mehr. 8 bis 10 behaupte ich sind hier. Und eine Meise ist am checken, was abgeht. Drei Meise. Komm her. Komm, hier. Ist schon ein guter Stream, oder Chat? Ist schon ein guter Stream. Ich wollte die Tage schon Eichhörnchen füttern gehen, aber da war es so am Regnen, so beschissen. Und dann konnte ich das nicht mehr in den Sendeplan eintragen. Und jetzt habe ich es einfach gemacht, weil das Wetter so super ist. Aber man kann das nicht immer so planen, wisst ihr? Die Mischung zwischen schnellen Schlagzeugspiel und soften Eichhörnchen füttern, das braucht man. Das braucht man im Leben. Komm her. Ein Applaus für... für Stefan. Digi, du bist genau nicht im Bild. Du bist genau nicht im Bild, Mann. Du bist exakt nicht im Bild gerade. Bruder. Ich grüße Twitch Kids Germany. Hallo. Vielleicht krieg ich. Ja, ich grüße euch alle. Hallo, mein Name ist Stefan. Ich grüße den Chat von Krogmann, ihr seid alle mega nice. Und dann grüße ich auch noch hier Twitch Clip Deutschland und so. Ist mir, ich hole mir noch mal eine Nuss ab, die ist ganz lecker. Komm her, komm ran. Ja, ja, lecker, 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 lecker. Die ist auch ganz geil. Oh nice, was ist das denn? Nee, die will ich nicht. Doch, oder doch. Oder nicht, oder doch. Na klar, die nehme ich. Verpissimus Prime jetzt. Om nom 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 nom. Hab mal eine blöde Frage, auch wenn es eine süße und coole Idee ist, aber hieß es nicht irgendwie, dass man Eichhörnchen nicht füttern sollte, wegen Gleichgewicht, Naturerhalt und so weiter? Das Thema ist hier im Stadtpark schon längst durch. Deine Frage ist absolut richtig. Aber du kannst Eichhörnchen eigentlich nicht so richtig füttern, weil die super scheu sind. Aber hier leben einfach die Eichhörnchen nur aufgrund der Tatsache, dass sie gefüttert werden tatsächlich. Also grundsätzlich ja, aber das hier ist wirklich alles gut. Das ist überhaupt keine blöde Frage. Nee, so kann ich nicht sitzen. So kann ich nicht sitzen, dann bin ich alter Mann. Aber die Frage kommt jedes Mal übrigens, also das muss man schon sagen. Das sind halt Stadthörnchen, ne? Das ist nicht irgendwie im Wald oder so. Die Stadt. Stadtscrolls. Komm her.
Problem ist, es ist so kalt. Ich kann nicht so lange auf einer Stelle sitzen.
Chat, ich glaube, der große Ansturm ist gerade vorbei. Eben war ja gut was los. Aber hört mal ab. Wenn ihr noch ein bisschen Geduld habt, ich hab sie. Das ist auch immer so ein bisschen schubweise. Manchmal ist der ganze Clan da. Und du merkst auch wirklich, wer so das Sagen hat in der Gruppe von den Eichhörnchen. Und wenn es heißt, so, jetzt haben wir gegessen, jetzt sind wir erstmal fertig, dann wird erstmal wieder abgezischt und dann kommen die irgendwann wieder. Es dauert manchmal so 10 Minuten, Viertelstunde oder so. Und dann chill ich hier immer und meditiere so halb, weil es einfach Spaß macht. Es ist einfach sehr angenehm, so ein bisschen draußen zu sein. Von der Kälte geht es noch bei mir. Es ist relativ kalt gerade, aber wie gesagt, geht schon noch. Und sonst machen wir gleich ein bisschen Bewegung, ja. Aber schön, dass ihr da seid und danke für die Abos, ey. Ihr seid ja krass, gerade gesehen, dass da ein bisschen was reingeploppt ist. Ich kann jetzt keine Namen vorlesen oder so oder richtig viel mit dem Chat interagieren, weil es hier so komplett, das wäre so richtig kontraproduktiv. Aber danke dafür auf jeden Fall. Jetzt ballert hier gerade ein Hund rein und dann ist es eh vorbei. Lucy ist gerade hier. Lucy war gerade ein schwarzes Hündchen. Kein Nachschub. Also wenn ihr Meisen mit Nüssen füttern wollt, dann müsst ihr die klein machen. Sonst kriegen sie die nicht mit. Also müssen wir uns ein bisschen gedulden, Chat. Also ein bisschen einkuscheln und warten. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Entspannung, wenn ihr den Stream so seht. Einfach abhängen zwischen den Bäumen. Ich glaube, mir würde es gefallen, wenn ich es mir angucken würde, ehrlich gesagt. Wenn so ein Dulli da zwischen ein paar Bäumen hängt. Bei Kälte. Ich glaube, es ist gemütlich, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht genau, aber ich glaube, es ist gemütlich, wenn man sich das anschaut. Man denkt sich, was soll der Scheiß? Warum hängt der Dulli da? Aber die Wahrheit ist, es ist eigentlich ganz angenehm. Da liegt ein bisschen Müll, Leute. Das hole ich mal eben weg. Wir können ja trotzdem probieren, oder? Ja. 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 Ja.
Chat, immer dann, wenn Hunde im Spiel sind, da hat man keine Chance. Auf Hunde reagieren die einfach so krass. Und irgendwie ist hier gerade großer Hundegang. Hunden haben irgendwie schlechte Erfahrung, glaube ich. Das sind gerade 20 Hunde, wirklich. Solange da die 20 Hunde sind, wird das, glaube ich, nichts. Aber ich mag mich täuschen. Das letzte Eichhörnchen. Dörte, komm her. Dörte. Da ist Dörte. Dörte ist wieder da, Leute. Dörte muss sich nur trauen. Dörte. Dörte. Hundeschule, Leute. Hundeschule es ist. Heute Vokabeltest, Hundevokabeltest. Wuff, 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 wuff. Hier ist gerade irgendwie ein bisschen zu viel los, Leute. Ich weiß nicht. Nicht das Gefühl, als das gerade so richtig viel bringt. Ist so unruhig. Es sind immer noch wilde Tiere, ja, auch wenn das immer so einfach aussieht, aber ein bisschen Ruhe brauchen die schon. Hier ist gerade schon viel los. Naja, mal gucken. Ich glaube, wir müssen weg, Leute. Hier kommen jetzt noch mehr Kinder. Und ich glaube, da haben wir keine Chance, irgendwas zu machen. Alle wollen was vom Eichhörnchenkuchen abhaben. Nee, komm, jetzt wird mir zu bunt. Wird mir zu bunt, Chat.
So. Nee, das war mir zu unruhig, Leute. Das war mir zu unruhig. Zu viele Hundeschulen, zu viele Kinder, zu viele gestresste Mütter. Da hast du doch als Meise keinen Bock. Da hast du doch als Meise keinen Bock, was zu futtern. Muss man doch ganz ehrlich sagen. Oder als Eichhörnchen. Aber die Armee war da. Sie hat gezeigt, dass sie gut drauf ist. Kann man nichts machen. Mögen die am liebsten Haselnüsse? Nee, am liebsten mögen die Walnüsse. Die mögen sie am allerliebsten. Schöne Walnüsse. Aber ganz ehrlich, ich will nicht, dass es so verzogene Bitches werden, die Eichhörnchen. Die immer nur noch auf Instagram abhängen wollen und so. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Deswegen kriegen die bei mir so ehrliche Haselnüsse. Allerdings schon ohne Schale. Ist eigentlich auch nicht so geil. Eigentlich müssten die mit Schale kriegen, damit die ein bisschen was zu tun haben. Aber okay, das verstehe ich. Das verstehe ich. Ich will nicht, dass das so... Ne? Ihr wisst, was ich meine. Gutes Argument. Müll weggebracht. Wieder eine gute Tat. Leute, jetzt fahren wir ein bisschen One-Wheel. Jetzt fahren wir schön mal ein bisschen One-Wheel. Es macht hier einfach auch Bock. Ah, herrlich. Schauen Sie, wie schön das hier abgeht. Ein bisschen trainieren, ein bisschen üben für Snowboardfahren einer Woche. Einer Woche bin ich für 3 Tage Snowboardfahren. Und ich freue mich so unfassbar dolle drauf. Hier ist fucking viel Eis. Warum ist hier so viel Eis? Sonne bringt Eis. Das hast du gut durchdacht. Was mag Speed? Was? Was glaub, rate mal. Nee, hier ist zu viel Eis. Ich will hier nicht. Ich fahre jetzt zum Planetarium. Mir ist hier zu viel Eis. 30, ja, sowas. Wie schön das Bild aussieht mit der Sonne, oder? Frescher Krogmann, geile Sonne. Schönes One-Wheel. Hände sterben ab. Es ist wirklich verfickt kalt. Ist doch geil. Ich fahre jetzt zu meinem Auto. Ich nehme euch mal mit. Komm, wir fahren in den Raum. Wir fahren in meinen Streaming-Raum. Ich habe keinen Bock mehr. Es ist zu kalt. Wir fahren in den Streaming-Raum. Ja? Reicht. Reicht. Für was reicht es? Lass uns. Ah, oh, wir sterben die Hände weg. Lass uns Streaming-Raum fahren. Sitzt da ein Käfer an Krugis Kapuze? Wo? Kann sein. Ja, da ist ein Käfer. Sweet. Guck mal, so viel Nature ist schon dabei. Das ist ja süß. Wie wollen wir ihn nennen? Nennen wir ihn Borgmann? Krugmann und Borgmann sind da. Krugi und Borgmann. Finde ich gut. Oder wie findet ihr den Namen? Borgmann? Dr. Drake Remore hat abonniert. Ich kann die anderen nicht vorlesen. Borgmann fetzt. Borgmann ist da. Leute, Greetings an Borgmann. Borgmann Beste. Geil. Wenn es nicht gefroren ist auf dem Boden, ist geil. Dann habe ich nicht so viel Schiss. Borki, die alte Lutschpastille. Wie ist es? Wie ist es auf der Kapuze? Sag schon, alte Zecke. Habt ihr schön geklippt eben? Leute, habt ihr das schön geklippt, was hier abging? Im Livestream, ja, ne? Das war Vogelfutter an Kapuze, ist auch richtig. Ich hoffe, ihr habt geklippt. Ich habe mir richtig Mühe gegeben, euch die Armee vorzustellen. Die Armee der Eichhörnchen. Noch sind sie keine Instagram-Bitches. Noch sind sie reale Eichhörnchen. Irgendwann, irgendwann werden sie verzogen sein. Oder sie ziehen mit mir in den Eichhörnchenkrieg. Das kann auch passieren. Alle Clips bitte ins Discord. Alle Clips bitte ins Discord. Ich bitte sie darum. Es ist so verfickt kalt. Ich sag's nochmal. Ah, mir stirbt die Hand ab. Ich habe jetzt aber auch eine Stunde gesessen. Wo ist Borgi? Borgi. Ist er noch da? Borgmann, alte Zange. Was ist denn das für einer? Borgmann. Borgmann darf noch ein bisschen an mir leben. Darf noch ein bisschen an mir dran kleben. Also leben sowieso. Oh, jetzt kommt da ganz viele Hunde. Warte, ich muss die Kamera. Ich zeig euch mal. Ein One-Wheel ist das. Ein was? Ein One-Wheel, also ein Rad sozusagen. Ah, ja, okay. Und, mögen die das? Noch nie gesehen. Nee, macht doch Spaß. Ja. Die sind ja ganz entspannt hier, ist ja gut. Ja. Schönen Tag. Ja. Dankeschön, tschüssi. It is nice. It is... First rule in life, be nice to people.
Second rule in life. How to be not an asshole. That's a question. Wollen Sie auch mal? Mir friert die Hand ab, Alter. Ohne Scheiß. Borki noch da? Komm, ich lass dich mal raus hier bei den. Ich lass Borki, lass dich mal raus bei den Bäumen hier. So, Endstation Borki. Borkmann, tschüssi, ich wünsche dir was. Hier, ich wünsche dir was, Borkmann. Tschüssi, Borkmann ist abgesetzt. Tschüssi. Ja, wollen wir fahren, ist das Allerbeste. Nach Snowboard fahren. Und dann kommt Skateboarden. Meine Lieblingsfreizeitbeschäftigung, ja, also jetzt meine ich zocken und so, zocken ist ja schon ein Job, ist Snowboardfahren. Snowboardfahren, ich habe noch nie gesurft, war noch nicht Windsurfen, ich war noch nicht Wellenreiten, vielleicht ist das auch mein Shit, wobei ich habe Angst vor Wasser, ich habe Angst vor mal trinken, aber Snowboardfahren ist meiner Meinung nach das Allergeilste. Es gibt meiner Meinung nach nichts Besseres. Und das One Wheel kommt super nah an Snowboarden ran, Snowboarden in der Stadt. Und das finde ich ganz geil, ehrlich gesagt. Moin Steffen. Alter, Jiva, du alte Lutschfastille, habe ich gerade im Chat gelesen. Das sagt man so. Du alte Lutschfastille. Jiva, du Lutschfastille, du alte Zange, du. Bock mal eine Kanaltour mit Schlauchboot zu machen? Ja, auf jeden Fall. Aber lass es dann ein bisschen wärmer sein. So um die 0 Grad ist mir wirklich zu kalt. Was geht hier? Oh Gott, shit. Shit, hier ist gerade was richtig Schlimmes am Gang. So, jetzt guck mal nach hinten. Guck mal hinter mich, Leute, was abgeht. Warte, da, könnt ihr sehen? Das war eine ganz unangenehme Gruppe. Wo es Schwangere die Yoga gemacht haben. Mitten auf dem Weg. Was ist mit denen? Hier ist alles voll mit Rasen. Was machen die jetzt mitten auf dem Weg? Es war halt so eine Gruppe. Ja, jetzt gegen Schwangere, weil es das drüber kam. Aber das weiß ich nicht. Es war bezeichnend für die Gruppe. Im letzten Jahr haben in Hamburg die ganzen Assis mit ihren Schlauchbooten und Boomboxen die Alter verstopft. Ja, TNT. Pack das TNT aus. Nicht mit denen. Jiva, geh da zum Auto. Ich habe keinen Bock mehr. Es ist zu kalt. Ich habe nicht die richtigen Handschuhe dafür. Es ist zu kalt. Ich will jetzt. Alter, hier sind so viele Hundis, ey. Rudelschwung. Eine Frage, ist es kalt? Es ist fucking kalt, Alter. Ich hab richtig Bock, eigentlich One Wheel zu fahren. Weil das Wetter ist schön. Es ist einfach echt schön. Die Sonne scheint. Die Luft ist mega gut. Es sind nicht so viele Assis hier. Das ist ganz geil. Einzige Assi bin ich. Das reicht mir. Und dementsprechend ist es eigentlich auch ganz geil. Und ich habe das auch schon lange nicht mehr gemacht. Und ich finde es einfach so schön. Es war jetzt ja schon ein guter Stream. Wir haben einfach tolle Eichhörnchen gesehen. Tolle Paarungen gehabt. Einfach herrlich. Dörte war da, die kleine geile Meisenratte. Ja, und deswegen macht es einfach auch Bock. Ich nehme mal so kleine Wege, die irgendwo reinführen in Welten, die ich nicht kenne. Scheiße, Hunde ohne Leine finde ich ganz schön schlimm. Ich fahre doch rückwärts. Hunde ohne Leine sind das Schlimmste. Also normalerweise nicht, aber für Leute mit Skateboards oder mit One-Wheels, sage ich euch, Profi-Tipp, wenn ihr Hunden ohne Leine entgegenkommt, ja, dann fahrt langsam und haut langsam ab. Profi-Tipp ist einfach so. Damn. Es ist schwierig, mit dem One-Wheel zu fahren. Wenn du Snowboarden kannst, wenn du Gefühl für Bretter hast, ein bisschen skaten kannst und so, ist es, brauchst du ein bisschen Gewöhnung, aber dann ist es total easy. Also du bremst mit Gewichtsverlagerung, das war auch eben auch eine Frage. Ich kann nicht mehr reden, mein Gesicht friert ein. Du bremst mit Gewichtsverlagerung und beschleunigst auch so. Aber du gewöhnst dich da schnell dran und dann funktioniert es wirklich tadellos. Also du kannst sehr nuanciert fahren, tatsächlich. Hunde lieben One Wheels.
Hunde lieben Leckerlis. Hunde lieben Krogis. Ist so. Korgis lieben Crocs. Crocs lieben Münder. Münder lieben Schuhe. What the fuck? Assoziationskette on per excellence. Bremst mit Gesicht. Du bremst mit dem Gesicht, so ist es. Ja, absolut. Solide mit dem Gesicht bremsen, wer kennt es nicht? Ja, ich kenne das, ich kenne das. Mir machen diese Streams aber auch einfach verdammt viel Spaß, euch einfach so an der langen Hand, an der langen Hand zu führen. Schon wieder ein Hund. Ohne Leine. Ich meine, ich verstehe es ja auch. Wenn ich Hund wäre, würde ich das einfach so geil finden, ohne Leine abzuhängen im Park. Ich würde mich so richtig erwachsen fühlen. Und da würde ich auch alle anpöbeln, die mir entgegenkommen. Aber ich bin halt hier der Underdog, wisst ihr? Was sagst du eigentlich zu Nastis Weggang, Krugmann? Mit der warst du immer ziemlich dicke. Nasti ist ja noch im Leben drinne. Nasti ist ja nicht out of life. Nasti hat sich beruflich umorientiert, beziehungsweise da einen neuen Arbeitgeber gesucht. Das ist doch vollkommen in Ordnung. Also was soll ich dazu sagen? So ist das, Leute. Ich weiß nicht. Es gibt doch viele Menschen, die auch mal in Zeiten ihres Lebens den Job wechseln. Und ich finde das gar nicht so, so krass, wie das manchmal dargestellt wird, ehrlich gesagt. Ist doch... Gehört irgendwie dazu. Ich kann auch nicht erwarten, dass alle Leute, die ganze Leben lang bei Bäcker... Hier sind so viele Hunde heute. Das ist unglaublich. Dass alle Leute immer bei Bäckerei Krogmann arbeiten. Das kann ja keiner erwarten. Willst ja auch mal vielleicht mal andere Torten sehen von Wilgen oder so. Oder von anderen Großbäckereien. Willst ja auch mal das andere live kennenlernen. Das ist einfach so. Obwohl Bäckerei Krogmann halt die beste ist. Das weiß man halt. Ne? Also habt ihr den Vergleich geschnallt. So, deswegen kann ich da nicht mehr viel zu sagen. Tut aber nichts zur Sache. Jeder entwickelt sich weiter. Ja, genau. Exakt. Habt ihr noch andere Fragen? Komm, frag mich was an. Ich bin auf dem Honig. Ich bin gut drauf. Ich kann ja alles beantworten. Merkt ihr, es gibt keine Grenzen. Ich beantworte euch die Scheiße. Lieber hast du noch eine Frage? Ich würde auch gerne wechseln. Raus aus der Tretmühle. Was für eine Tretmühle ist es? Bist du in der Pfeffermühle? Bist du ein Pfeffersack, Alter? Hier ist es richtig rutschig. Ich muss langsam fahren. Meine linke Hand stirbt ab. Puh. Lieber Schall, puh. Das ist auch geil. Bäckst du eigentlich auch selber? Ich glaube, du meinst backen, ob ich selber backe. Oder meinst du, ob ich Kickstarter-Projekte unterstütze? Sag mal, bäckst du eigentlich auch selber bei Kickstarter? Bist du auch selber so ein Bäcker? Guck mal, wann sehen wir dich bei einem Pen and Paper? Ich habe keine Ahnung. Fuck Steffen Jiva. Der soll mich da einloggen. Der soll mich einloggen ins System. Da soll ich lang? Alles klar. Easy, kein Problem. Dankeschön, schönen Tag. Ich hab gesagt, wo ich langfahren soll. Woher bekommt Heinrich eine neue Frau? Durch Geld. Er kauft sich die Frauen. Ist der Boden durchgängig gefroren? Ja, tatsächlich ja. Das ist auch nicht das Problem, nur er ist ziemlich durchgängig auch mit Wasser übersetzt. Und das ist halt ein Blöd. Ich backe selber, ja. Ich backe sehr gerne selber. Ich backe sehr gerne Stuten. Stuten ist eigentlich meine Spezialität, einen guten Stuten zu backen. Ich weiß nicht, ob ihr das alle kennt. Stuten ist eigentlich nur eine andere Formulierung für ein süßes Weißbrot. Ich liebe das. Das ist einfach wirklich einfach nur geil. Hefeteig allerdings, ja. Also fetter Hefeteig. Viel Hefe drin. Und auch Teig. Also maßgeblich Hefe und Teig. Super. Lieblingsbrötchen. Stuten ist geil. Stuten ist geil. Steffen weiß das. Stuten ist einfach geil. Es kennen nicht alle Leute diese Bezeichnung, muss man sagen. Nicht jeder weiß, was das bedeutet. Ihr kennt vielleicht, ey, du bist ein geiler Stuten oder die Stute da. Aber das ist bei Reden von Pferden. Aber das ist kein Pferd, sondern ist ein Brot. Das kann man essen, ja. Die Frage ist, Stuten mit oder ohne Rosinen? Es gibt beides tatsächlich. Es gibt mit oder ohne Rosinen. Ich mag gerne Rosinen, aber ich muss sagen, bei Stuten finde ich die Variante ohne Rosinen ein bisschen besser noch, ehrlich gesagt, weil da kannst du mehr machen. Ich zeige euch mal ein schönes Bild, weil es hier gerade so super sonnig ist. Ich zeige euch mal so ein richtig schönes sonniges Bild. Ach, herrlich.
bei den ganzen Brotgesprächen. Hat. Man muss auch mal sagen, was für eine hamburgische Stadt ist. Ja, auf jeden Fall. Mir ist gerade ein bisschen Schnodder aus der Nase gelaufen. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Mir ist gerade ein bisschen Schnodder direkt, also mir ist wirklich direkt so ein Tropfen Schnodder aus der Nase getropft. Ich hoffe, ihr habt es gesehen, weil das ist bestimmt ganz schön. Das heißt aber auch, dass es super kalt ist, weil ich es einfach nicht mehr spüre. Ich spüre es einfach nicht mehr. Ach, Leute. Hast du schon das Crepe-Machen perfektioniert? Ja, auf jeden Fall. Habt ihr nicht gesehen? Schade. Ein richtig fetter Tropfen. Ja, Crepe habe ich perfektioniert. Ich bin ein großer Crepe-Macher. Großer Freund der Crepes. Hier ist der See ist eingesperrt. Der war nämlich umtriebig, der See. Den musste man einsperren. Der war eine Bedrohung für die ganze Stadt, der See. Da hat man gedacht, dann sperren wir den ein. Und jetzt wird er kontrolliert von den Gangs, von den Möwen-Gangs. Möwen- und Tauben-Gangs, dahin seht ihr das. Auf dem Steg, da sind die kontrollieren den See. Und hier vorne ist VIP. Die kontrollieren das. Das sind die Big Bosse und hinten sind die Handlanger. Und der ganze See ist jetzt ein Hand der Vögel. Und das war einfach, das konnte man als Stadt nicht mehr akzeptieren. Und deswegen hat man das dann eingezäunt. Jetzt ist das Territorium der Vögel. Ist in Ordnung. So, muss man auch akzeptieren. Da vorne ist auch noch ein großer. Aber früher war schon ein hartes Pflaster hier im Stadtpark. Als es noch nicht eingesperrt war, muss man echt sagen. War schlimm. Und die Enten. Enten auch. Aber die wissen das, dass das Arschlöcher sind. Die wissen das selber. Hier kann ich nicht runter. Ich muss woanders lang fahren. Hat vor Schulen versucht, Pfützen mitzuschnacken. Da hat man den See lieber eingesperrt. Das ist echt. Der See war einfach überall. Hat jede kleine Pfütze mitgenommen, direkt eingesperrt. Na, Zeit für ein Käffchen. Ich gehe zum Auto, mach die Heizung an und fahre dann zu meinem kleinen Raum und mach dann noch eine Runde Heinrich oder so. Lass mich dann Heinrich sein. Wollen wir noch einen kleinen. Viele obdachlose Enten auch, ja. Ist ein Problem. Die wissen das. Früher haben sie immer noch viel Brot geschnorrt, kriegen sie ja nicht mehr. Weil die Enten haben irgendwann gesagt, nee, wir machen ein Statement im Fernsehen. Brot finden wir gar nicht so geil. Wir wollen Gold. Die Enten wollen eigentlich Gold haben. Die wollen viel Reichtum haben. Deswegen haben die sich beschwert, dass sie keinen Toast haben wollen. Ist bei allen noch nicht so angekommen. Heinrich klingt stark. Ja, erstmal zum Auto. Ich nehme euch erstmal mit. Erstmal machen wir Heizung an. Ein bisschen die Hände wärmen und so. Kriegen wir alles hin. Pomo, du hast Herz, das merke ich immer wieder. Woran merkst du das? Du kennst doch meinen Puls gar nicht. Ich habe einen sehr ruhigen Puls übrigens. Das habe ich mir schon mal ärztlich attestieren lassen, dass ich einen sehr ruhigen Puls habe. Ich hab den Herzschlag eines Hochleistungssportlers, wirklich jetzt. Kein Scheiß, ist wirklich so. Wir waren einmal in Sorge, der Hausarzt und ich, und haben gedacht, warum ist der Puls so niedrig? Und dann war ich beim Kardiologen und der meinte, naja, Sie haben einfach so ein Hochleistungssportlerherz. Okay, cool. Alles cool, Ihr Auto? Ja, alles cool. Wo ist mein Schlüssel? Leute, ein Applaus fürs Auto. Es ist einfach das schönste Auto, muss man sagen. Viele wissen das. Aber es ist wirklich das schönste Auto aller Zeiten. Habe ich gar nichts zum Kratzen da oder was? Hä? Habe ich keinen Kratzer? Steffen, ich habe keinen Kratzer, Alter. Das gibt's doch nicht. Ich habe Würfel da, aber keinen Kratzer. Notfallbier, aber kein Kratzer. Doch, da ist ein Kratzer. Hab einen Kratzer da.
Dreh mal um die Kiste hier. Oh, das wird aber mal, das wird aber Zeit, dass das Auto angemacht wird. Das hat aber schon ein kleines bisschen Probleme. Dabei stehe ich doch erst kurz hier. Egal. So egal, Ratten. Ich würde sagen, ich fahre jetzt Auto. Es ist super kalt. Wir sehen uns gleich bei Heinrich. Ich mach's aus jetzt. Und es war ein sehr schöner Stream. Ich hoffe, ihr habt geklippt, die Scheiße. Und ich mache hieraus noch ein VOD, ja? Ich lade alles hoch. YouTube muss brennen. Drückt mal einmal Ausrufezeichen YT. Da kommt der Link zu YouTube. Und da geht jetzt alle drauf. Da geht ihr alle drauf, lasst ein Abo da. Wirklich. Ist wichtig. Weil... das ist für mein Ego gut, nicht für euch. Für mein fucking Ego ist das super wichtig. Der größte Egomane in diesem Auto bin immer noch ich. So, wir sehen uns gleich. Ja, habt ihr, da ist der Link, drückt da jetzt drauf. Genau, drückt jetzt drauf. Steffen, wir sehen uns, Stuten sind die geilsten. Ich fahre jetzt Auto. Tschüssi.